man hört nicht, wie das quasi andersrum gemeint sein könnte, sondern sie hört nur die Worte selber. So oder? Irgendwie, ja. Also irgendwie komplexere Zusammenhänge oder was, die werden noch nicht geschnallt oder so. Das glaube ich. Aber ich kenne mich auch nicht so aus. Und weißt du, warum? Achso, du weißt das auch nicht genau. Nein, nicht genau. Okay. Es ist ja auch irgendwie in letzter Zeit irgendwie so ein bisschen modern geworden. Ich glaube, das ist so ein Hollywood-Film, oder das ist dann irgendwann mal aufgekommen, dass das gibt. So wie damals bei Rain Man, da ist ja auch aufgekommen, dass es Autismus gibt. Und dann ist auf einmal, haben sie alle gewusst, dass Autisten eigentlich keine wahnsinnigen Menschen sind, sondern. Achso, du meinst, Asperger-Syndrom hat jetzt Hollywood groß gemacht. Ja, das wäre irgendwie. Oder nicht. Andersrum. Ja, aber genau weiß ich es nicht. Ah, okay. Schrieb. Irgendwie bilde ich mir ein, dass in so einem Film mal sowas war. Mit. Ja, es gibt diesen französischen. Mit dem Asperger-Syndrom oder was? Ja. Welchen? Birnenkuchen mit Lavendel. Ah, ja, genau. Das stimmt, ja. Ja. Der stimmt, das ist ein französischer. Der ist aber übrigens in der Übersetzung extrem schlecht. Also den sollte man sich wirklich auf Französisch mit Untertiteln anschauen. Ja. Das funktioniert sonst gar nicht. Ja. 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 Aber wie auch immer, ist es weg? Was denn? Ja, dieses Ding. Das komische Ding? Ja, genau. Das war schon sowas wie ein Körper? Naja, das war schon ein Körper, weiß ich jetzt nicht, was ein Körper? Und das ist jetzt weg? Ja, oder ein Moment. Moment, kann ich du sagen? Ja, sicher. Du auch. Du merkst es schon, oder? Ja, ich merke das schon die ganze Zeit. Dass das weg ist. Was? Naja, keine Ahnung, das ist ein bisschen eine blöde Situation jetzt, gell? Ja, total. Ja, das ist ein bisschen so, wie wenn man mit extrem alten Freunden was trinken geht und man redet so über die Struktur von einem Felsen, die so wunderschön ist und so ganz zart gezeichnet ist, so wie diese kleinen Äderchen von Alkoholikern, die auf den Nasen rauskommen, oder wie diese blau schimmernden Äderchen von alten Frauen im Altersheim. Und dann raucht man vielleicht noch was und dann geht man aufs Klo und auf einmal ist alles anders. Ah, das ist so, wie wenn man gemeinsam einen Banküberfall geplant hat. Man hat sich jedes Detail ganz genau ausgecheckt, geht rein, Motorradhelm, Waffe in der Hand, schaut sich noch einmal um, schaut noch einmal raus und da kommt man drauf, alle Komplizen haben Alzheimer. Ja, ja. Genau, und die draußen, die stehen, die wissen überhaupt nicht, warum sie da sind und wie sie überhaupt herkommen sind. Ja. Oder ein bisschen so wie ein Schauspieler, der für ein Stück probt und am Tag der Premiere geht er zum Theater, steht davor und kommt drauf, dass es vorbei ist. Was ist vorbei? Alles. Das ist so wie wenn man sich entschieden hat, jetzt mal endlich was zu machen mit einem richtigen Einkommen und dann geht man zur Polizeischule. Und dann besteht man alle Prüfungen, wird das erste Mal auf Streife geschickt und dann kommt man drauf, man hat nur ein Faschingskostüm und eine Spritzpistole gekriegt. Ja, ja. Und wenn dann die echte Polizei vorbeifährt und dich so ganz grantig anschaut. Ja, ja. Oder wie wenn man eine Demonstration geplant hat gegen ein Kraftwerk. Und dann geht man hin und denkt sich, boah, so viele Leute. Und dann schaut man sich die ganzen Teilnehmer einzeln an und dann kriegt man mit, das sind lauter einzelne Demonstrationen, die genau einen Teilnehmer haben. Ja, ja, ja. Es ist was im Umbruch, ja. Also ich meine, ich merke das in meinem eigenen privaten Leben eh auch ganz gut. Ja, ja, aber das ist ja nicht nur privat, das fehlt dir auf allen Ebenen. Was fehlt? Liebe! Ich kann das jetzt nicht anders beschreiben. Was? Das, was fehlt. Den Moment und halt den Auftrag. Moment, 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 was für ein Auftrag? Naja, es gibt ja diesen Auftrag. Ja. Deswegen sind wir ja hier. Und ich glaube schon, dass der sich für uns beide lohnen würde. Meinst du jetzt finanziell? Das auch, aber ich würde jetzt nicht ans Geld denken. Also wenn wir es wegen dem Geld machen, da funktioniert das nicht. Also das ist schon viel intimer. Ja. Worum geht's? Ja, es geht wie gesagt um alles. Es geht um Liebe. Ich kann das jetzt nicht anders beschreiben. Also, ich finde es extrem abstrakt.
Ja, ich finde das jetzt ein bisschen destruktiv. Ich meine, das kommt mir jetzt ein bisschen so vor, als wärst du in deiner eigenen Welt und das ist schon ein bisschen gefährlich. Auch. Ja, komm, Entschuldigung, bitte, jeder ist in seiner eigenen Welt. Nein, nicht unbedingt. Bei dir wirkt es schon so, als wärst du irgendwie fertig mit der Welt. Ich meine, wer weiß, vielleicht bist du ja in irgendeiner Bewegung aktiv, die uns von innen heraus zerstören will und unsere Werte und Regeln überhaupt nicht akzeptiert. Wir nennen das abstrakter Gefährder, weil wir überhaupt nicht wissen, was wirklich mit dir los ist. Wer ist jetzt wir? Ja, wir. Wir alle. Ah. Wir können auch sagen, die Gemeinschaft, die Gesellschaft, der Staat, wir alle eben, die Leute, die uns den Auftrag geben. Aber uns jetzt? Ja, wenn das okay ist für dich. Ja, ja, red weiter. Na, ich rede ja jetzt schon die ganze Zeit, so kommt man nicht richtig weiter. Ja, weil du mir nicht in die Augen schaust. Ich schaue dir in die Augen. Also nochmal, der Auftrag würde an uns beide gehen. Ich überbringe den ja nur. Ich komme ja selber wie die Jungfrau zum Kind. Ja, aber irgendwie scheinst du schon ein bisschen ein Teil davon zu sein. Na, eigentlich nicht. Ich will nur was beitragen. Wir bewegen uns auf so dünnem Eis. Mm. Ja, ja, es geht alles den Bach runter. Ja, ja. Mm. Genau davon reden wir doch die ganze Zeit. Wir sind alle so getrennt voneinander. Das wollte ich vorhin so verdammt gut beschreiben mit diesem Beispiel von der Demonstration. Ich weiß zum Beispiel überhaupt nicht, wo du eigentlich bist. Ich bin ja eh da, Himmel, Arsch und Zwirn. Ja. Also der Auftrag. Also es würde darum gehen, dass wir uns verlieben. Und dann würde so langsam mehr draus werden. Und wir würden uns dann so richtig gut kennenlernen. Also auch die Seiten, die wir vielleicht jetzt nicht so aneinander mögen. Und das würde dann unser ganzes Leben betreffen und dann würde da so ein dritter Körper entstehen, wo dann so alle Informationen zusammenlaufen. Aber was für Informationen jetzt? Alle. Die privaten, die öffentlichen, dein ganzes Leben. Ich will alles über dich wissen. Und zwar mit Gefühl. Und das geht eben nur mit Liebe. Ich kann es nicht anders beschreiben. Jetzt, oder was? Ja. Klar, das muss ganz spontan passieren. Also in einem eigentlich normalen Gespräch macht es eben plötzlich Klick und dann können wir überhaupt nicht anders, als uns halt als sowas Gemeinsames zu denken und das muss natürlich auch aus dem Inneren kommen. Entschuldigung, was soll das jetzt wieder sein? Ich verstehe die Frage nicht. Ja, das Innere, wie kann ich mir das vorstellen? Das ist das, was übrig bleibt, wenn du mit dir selber alleine bist. Okay, dann muss ich jetzt gleich mal einhaken. Das geht nämlich gar nicht. Ich kann gar nicht selber alleine mit mir selber sein. Wieso nicht? Ja, weil da immer jemand da ist, auch wenn der nicht sichtbar ist. Du meinst sowas wie einen unsichtbaren Freund? Ja, manchmal ist es ein Freund, manchmal ist es meine Mama, manchmal ein Polizist. Schau. Du redest von deinem inneren Polizisten? Nee, wir reden ja vom Inneren, oder? Ja, also ein Polizist, ein Klient, ein Kunde, ein Vertreter, ein Vermieter, ein Zuschauer. Da ist immer sowas wie ein Zuschauer und mit dem bin ich die ganze Zeit in Kontakt. Jetzt auch? Ja, natürlich. Aber du bist schon auch mit mir in Kontakt, ja, oder? Ja, voll. Ich bin die ganze Zeit mit dir in Kontakt. Aber eben auch mit dem Zuschauer. Und das ist ja das bisschen Anstrengende, dass man die zwei Sachen gut miteinander vereinbart. Aber es geht schon. Aber du bist nie alleine? Nein, habe ich ja gesagt. Es geht gar nicht. Weil? Weil ich dann wieder meine Auflösungstendenzen bekomme. Ich meine, es gibt schon so Momente, aber ich kann mich an die nachher nie erinnern. Keine Ahnung, was in meinem Kopf vorgeht, wenn ich mit niemandem in Kontakt bin. Wahrscheinlich ist da nur eine große Leere. Ja. Aber die ist gleich wieder weg, wenn ich dir in die Augen schaue. Ja? Schwierig. Nein, das ist voll super. Ich schaue da verdammt gerne in die Augen. Ja? Also ich finde mich selber wahnsinnig super, wenn ich dir in die Augen schaue. Also ich habe da sowas extrem Interessantes und sowas ziemlich Geheimnisvolles und auch sowas Wildes, Primitives. Ja, ich auch. Ja, also wie gesagt, ich bin jetzt schon ziemlich verliebt in dich. Ich glaube auch, ich brauche dich wirklich, aber du darfst nicht glauben, dass das was mit dir zu tun hat, okay? Okay. Also ich meine, deine Augen zum Beispiel, die sind Weltklasse. Also wirklich, ich würde am liebsten reinspringen und drin herumschwimmen. Also geschminkt, ungeschminkt, völlig egal, wenn du dann lächelst und deine Zunge so ziemlich deine Lippen berührt, die so ein bisschen benetzt sind
und dann sich deine Krähenfüße beim Lächeln irgendwie da so rauszeichnen und auch deine Lachfalten, die eh schon sonst präsent sind, auch wenn du nicht lachst, sieht man, was für ein fröhliches Gemüt du eigentlich bist. Die rahmen auch deine Nase so wunderschön ein und auch diese Asymmetrie deiner Nasenlöcher ist trotzdem, die ist sowas. Also, und wenn du deine kleinen, diese Strähnen da runterhängen lässt, damit du die ein bisschen fleischigen Ohrlappel versteckst, die aber auch was extrem Sinnliches haben. Das ist top. Und auch wenn du deine zarten Hände, deine Finger, wenn du dein Gesicht versteckst, ich meine, ich schaue dir natürlich viel lieber in die Augen, aber auch deine Hände, das Weltklasse. Du darfst aber echt nicht denken, dass das irgendwas mit dir zu tun hat, okay? Okay. Ja, du, also ich glaube, wir sind echt auf einem guten Weg, weil ihr merkt das schon daran, dass ihr diese abstrakte Gefährdung jetzt selber schon ein bisschen spüren kann, dass du bist unkontrollierbar. Ja, und da kommen natürlich auch Zweifel auf. Ja, aber Entschuldigung, was für Zweifel jetzt? Na, so Zweifel, dass ich da zu weit gehen könnte. Die Zweifel, das sind so Zweifel. Die Zweifel habe ich schon gehabt, als ich das erste Mal dein Foto gesehen habe. Ja, was für ein Foto? Das bei den freiheitlichen Unternehmern. Was? Warum haben die ein Foto von mir? Keine Ahnung. Entschuldigung, aber das haut mich jetzt echt ein bisschen raus. Ja? Also ich habe mir echt gedacht, dass wir auf einem relativ guten gemeinsamen Weg sind und so, und dass da was entsteht zwischen uns, aber das ist jetzt alles irgendwie nur so komisch. Komisch. Ja, das ist mal zu konkret. Was ist hier zu konkret? Was meinst du mit konkret? Das mit den freiheitlichen Unternehmern, das passt überhaupt nicht zu der Situation, die wir uns hier gerade aufbauen. Ja, und da ist meine Antwort ganz klar drauf. Liebe! Entschuldigung, ich kann es nicht anders beschreiben. Sorry, wenn dir das jetzt ein bisschen zu schnell geht. Ja, ehrlich gesagt schon. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass ich jetzt auch das Gleichgewicht verlieren könnte. Ja, da muss man halt schauen, dass man die Aufträge und Kontakte gut miteinander vereinbart. Die öffentlichen und privaten, nämlich auch beide sehr wichtig. Und bei mir, in meinem Leben, funktioniert das im Übrigen schon sehr gut, gell? Stichwort zweites Standbein. Oh, ja, was die öffentlichen oder privaten jetzt? Ja, eben beides. Und die Einheit und die Verbindung davon ist dann halt Liebe! Sorry, ich kann es nicht anders beschreiben. Entschuldigung, ich kenne mich gerade überhaupt nicht aus. Wer hat jetzt den Auftrag? Wir. Ah, eh. Das heißt, wir sind also schon eine Einheit. Ja, voll, wir hängen die ganze Zeit schon voll drinnen. Und ich finde ja auch, dass es an der Zeit ist, den nächsten Schritt zu machen. Ja, gut. Liebe Freundinnen, Vertreterinnen, Vermieterinnen, Kundinnen, Klientinnen, Polizistinnen, Zuschauerinnen, schön, dass Sie da sind. Einige von euch haben vielleicht schon gemerkt, dass es um Wir glauben, dass Liebe die stärkste Kraft ist. Wir werden das jetzt vormachen. Das ist nämlich wirklich etwas, was man macht. Und das muss natürlich aus dem Inneren kommen. Ja, aber wenn man offen ist, dann kommt das auf alle Fälle. Ja. Pausen sind gewollt und notwendig. Auch wenn wir nicht immer wissen, von wem die gewollt sind, aber sie sind gewollt. Wir wollen nicht nervös werden und wir wollen auch nichts pushen. Es kommt. Auf alle Fälle. Ja, es passiert etwas im Raum und dann ist es ganz kurz in mir und dann ist es wieder im Raum. Ja, und für den Raum, für den sind wir alle gemeinsam verantwortlich. Ja, der ist ja auch sowas wie ein Medium, in dem diese Schwingung passiert. Deswegen ist es auch wichtig, dass ihr alle hier seid. Das ist schon sehr viel. Wenn ich verliebt bin. Wobei das dann nicht nur bei mir ist, das ist ja dann auch im Raum. Genau.
wenn wir verliebt sind, wenn wir in diesem Moment absoluter Schwingung sind, wenn wir in eins fallen, dann wirkt das ja direkt auf uns selbst zurück. Dann strahlen wir von innen. Und dann sind wir gleich 1 bis 3 Stufen schöner als vorher. Und dann liegt uns die Welt zu Füßen. Und die Welt ist dann auch voll mit Menschen, die wir auch lieben könnten, mit denen wir solche Momente auch haben könnten. Und diese Potenziale, die entstehen, wenn wir von innen strahlen, das ist der freie Markt, auf dem sich die Liebe bewegt. Der notwendig ist, dass die Liebe atmen kann. Und das ist jetzt bitte nicht als Kapitalismuskritik zu verstehen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Die ist ja gar nicht begrenzt. Wenn wir uns lieben, dann ist der Markt, auf dem wir uns bewegen, grenzenlos. Das ist dann wirklich im besten Sinne ein Marktplatz. Nicht kapitalistisch gemeint, bitte, sondern eher wie ein Zentrum. So ein Zentrum von einer Gemeinschaft, die gemeinsam ein Haus besetzt hat. Mit ihrer Liebe. Oder können wir alle miteinander ins Bett gehen? Vielleicht werde ich mit keinem von euch je ins Bett gehen. Vielleicht aber auch mit ganz, ganz vielen. Ja, aber das macht diesen Moment ja auch so wertvoll. Wenn es nicht so wäre, wenn wir jetzt so ganz ohne Publikum da wären. Ja. Wenn ihr alle in der ersten Szene gestorben wärt an einem neuartigen Virus oder so und wir jetzt inmitten von lauter Leichen uns gegenüber sitzen würden, dann hätte das ja überhaupt keine Konsequenzen. Das würde nicht funktionieren, zu sagen, oder wenn wir in einem Dschungel wären und ihr wärt lauter kleine Insekten, die vielleicht gefährlich, aber nicht erotisch für uns sind. Oder wenn ihr niemals geboren worden wärt, wenn ihr nicht mal als die Idee von einem Publikum denkbar wärt, dass wir uns vorstellen könnten. Wo wir uns vorstellen könnten, mit euch zusammen zu sein, auch körperlich. Ja, wobei das erstmal und immer nur in meinem Kopf bleibt. Und der Kopf ist auch ein Teil vom Körper. Ja. Okay, und wenn in diesem Teil vom Körper diese Schwingung möglich ist, bringt das natürlich auch Unsicherheiten. Ja, das ist ganz natürlich und normal. Wir wissen dann auch manchmal nicht, wo wir uns befinden in solchen Momenten. Genau, solchen Momenten wie jetzt. Wenn es darum geht, unsere Beziehungen zu öffnen. Ja, und genau dieser Gedanke, auch wenn wir ihn nicht in letzter Konsequenz formulieren können, verändert was. Ja, da entsteht etwas zwischen uns, da entstehen Konflikte. Und diese Konflikte sind aber gleichzeitig der Übergang zu einer sehr intimen und wunderbaren Szene, die wir so nie gespielt hätten. Entschuldigung, kann ich ein Bier? Zwei? Ich bin ja in meinem tiefsten Innern eigentlich Anarchistin. Also was ich eigentlich mache, ist ein Buch schreiben. Ich komme damit aber jetzt nicht so weiter und deswegen arbeite ich auch als Coach und so. Ne? Also ist auch was ich total gerne mag. Ich höre mir wahnsinnig gerne die Geschichten von anderen Leuten an und ich verstehe die auch immer sofort, deswegen bin ich auch so gut. Was ist das Problem? Dass ich ganz viele Nachrichten auf meiner Box habe. Du, ich hoffe, es passt, wenn ich du sage. Ich hätte ein kleines Attentat auf dich vor. Ja. Aber das besprechen wir lieber persönlich, oder? Jetzt weiß ich, dass es um ein ganz großes Projekt geht. Ich versuche, die Anrufe zurückzuverfolgen. Jedenfalls weiß ich, dass es um einen Auftrag geht, wo ich als Lockvogel auf einen Mann angesetzt werde, der in einer staatsfeindlichen Sekte ist. Und ich mag den Staat natürlich überhaupt nicht, ich will überhaupt nicht für den arbeiten. Ich bin wirklich eigentlich Anarchistin.
ich suche so Sachen aus meinem Kasten raus, die ich nie mehr anziehen wollte und verschenken will. Und plötzlich sehe ich, da sind lauter kleine Löcher drin. Ja, irgendwo in meinem Kasten müssen so ganz kleine Tiere sein, die Löcher in meine Klamotten fressen. Ich weiß jetzt nicht, was ich tun soll mit dem Kleid. Und also nehme ich mir vor, es noch einmal anzuziehen und dann zu verschenken. Und das ist der Moment, wo ich drauf komme, dass irgendetwas nicht stimmt. Also, ich gehe raus, allein in eine Bar. Sitzt hier schon jemand? Sowieso, bitte, Alex. Kann es sein, dass wir uns kennen? Nein, nein, ich wollte eigentlich nur... Ich meine nur, weil du meinen Namen kennst. Nein, das ist mein Name. Ich wollte mich nur vorstellen. Alex. Ach, das ist witzig. Ich heiße auch Alex. Hey, komischer Zufall, ja? Das fängt spitzenmäßig an. Du wirst aber auch noch drauf kommen, dass es Zufälle in dem Sinn gar nicht gibt. Ja? Das muss alles irgendeinen Sinn machen. Du weißt halt nur noch nicht genau, was für einen. Deswegen weißt du auch nicht, worauf du dich konzentrieren sollst und auf welches Detail du achten sollst. Das ist eine wahnsinnig gute Beschreibung für den Moment jetzt hier. Ja, ich kenne mich aus in Biologie und Evolutionstheorie. Und jetzt kommen wir ins Gespräch und fragen uns, wer denn eigentlich die Welt beherrscht. Ja, also ich würde sagen, der Mensch. Ja, das also ist die Frage, ob das gut ist für die Welt, ne? Bakterien würden das aber anders sehen, die würden sagen, wir beherrschen die Welt. Ja, wer ist jetzt wir? Ja, die Bakterien. Ah. Die sitzen jetzt in uns drinnen und führen durch uns völlig frei und ungehindert ein Gespräch. Mann, das ist so witzig. Ich bin heute drauf gekommen, dass in meinem Kasten so winzig kleine Tiere sind, die meine Sachen zerfressen. Ja, aber das kommt überhaupt nicht mehr so schlimm vor, weil das auch nicht mehr banal ist. Ja, und auch zwischen uns entsteht so was Interessantes, was wir überhaupt nicht aufhalten können. Ja, je banaler ein Gespräch, desto stärker ist diese unsichtbare Kraft. Desto mehr habe ich das Gefühl, dass das jetzt alles Sinn macht. Ja. Das macht alles Sinn und steht komplett nebeneinander. Dein Buch, deine eigentliche Beziehung, dein Kostüm, deine Zuschauer, die Bakterien, der Staat, die Miete, das Auto, der Urlaub, das Frühstück, die Milch, der Supermarkt, die Rechnung, das Leergut, die Flaschenpost, die Insel, der Felsen, die Struktur, die Couch, die Psyche, die Pfeife, der Rauch, der Krebs, der Sandstrand, die Burg, die Waffen, die Heimat, die Identität, die Grenzen, das Casino, Las Vegas, die Wüste, der Kaktus. Eigentlich reimt sich das alles. Eigentlich ist das ein Song und ich habe eine Gitarre in der Hand und ich spiele dir den vor und du bewegst dich überhaupt nicht. Und du hast den Code vergessen, mit dem du alle Nachrichten entschlüsseln kannst und Informationen entschlüsseln kannst, aber das ist halt, weil du alle Nachrichten auf deiner Box gelöscht hast. Irgendwas stimmt nicht mit mir, aber das findest du erst recht geil. Wir verabschieden uns mit einem langen Kuss auf den Mund, aber ohne Zunge. Getrennt bitte. Du weißt doch schon, dass du ein echtes Problem hast, oder? Ja, ich weiß einfach nicht, wie viel ich wohin investieren soll. Ja, weil du die ganze Zeit in dein eigentliches Leben investiert hast. Ja? Was ein ziemlich großes Grundstück an der Grenze ist. Ja? Und natürlich könnte jetzt Alex den Bach runtergehen und deswegen kannst du ja auch nicht mehr schlafen. Na, ich will das nicht so wirtschaftlich denken. Meine Krise ist keine Wirtschaftskrise. Das ist keine adäquate Zusammenfassung meiner Krise. Das stimmt für mich einfach nicht. Ja, du weißt aber, dass alles stimmt, was ich gesagt habe. Ich war einfach nur verdammt ehrlich. Der PIN-Code ist 6639. Ja. Das ist aber jetzt nicht klar, ob das deine Karte ist oder meine Karte, die du mir gestohlen hast, als du das Lied gesungen hast. Du hebst 400 Euro ab und gehst in einen Puff und lässt dir einen blasen. Und dann gehst du in noch einen Puff. Und dann triffst du Kärntnerstudenten und lädst die alle ein. Und dann überfällst du eine Kleintierhandlung. Und dann gehst du noch ein Bier trinken. Ganz kurz, hast du ein Video überwiesen? Sicher. Ich würde jetzt so wahnsinnig gern eigentlich mich hinlegen und ein Video schauen. Nee, passt.
Ich meine, ihr habt ein tolles Leben. Und ihr liebt es auch, aber diese. Liebe! Die findet momentan nicht statt. So. Jetzt schreibst du mal ein Manifest. Okay, du musst ja irgendwas machen aus diesem ganzen Wahnsinn. Also so ein Manifest über die totale Liebe und den absoluten Rückzug. Und was wir von den Neandertalern lernen können. Und es ist dreckig und eklig in deiner Wohnung. Und ich bestelle jetzt den Kammerjäger. Ich meine, von mir aus können die gerne meine Kleider zerfressen, aber ich will die sehen, ich will die sehen, ich will wissen, was die tun. Schauen wir mal, dann sehen wir die. Was soll das jetzt heißen? Versprechen kann ich nichts. Ach du Arschloch! Übrigens, die Genvariation, die für depressive Zustände verantwortlich ist, die dürften wir von den Neandertalern übernommen haben, mit denen sich unsere Wege vor ca. 30.000 Jahren gekreuzt haben. Wir haben die Fähigkeit entwickelt, bei unsicheren und gefährlichen Umständen wochenlang in ihren Höhlen zu bleiben, jede Sehnsucht rauszugehen, zu unterdrücken. Und das war einmal ein Überlebensvorteil. Die herrschende Wissenschaft geht davon aus, dass die Neandertaler verschwunden sind, nachdem sie den sexuellen Kontakt mit dem Homo sapiens hatten. Wie lange haben wir uns jetzt nicht mehr geduscht? 2 Wochen? Ich habe gar keinen Kontakt mehr zu unserem Auftraggeber. Es ist voll super, dass wir uns treffen, aber ich bin gerade auf der Bühne. Du warst total abgetaucht. Ja, du wolltest dich um das Buch kümmern. Ja. In einer extrem privaten psychiatrischen Klinik, die keiner kennt, findet ein therapeutisches Theaterstück statt, wo ausgerechnet du mitspielst. Ja, das ist ein absurdes Stück. Das ist ein Café von einem Kur, der im 20. Jahrhundert spielt. Und zwischendurch kommen immer wieder Tiere vorbei und bringen Äpfel und Eier, die den Ursprung des Lebens und den Sündenfall symbolisieren. Und das ist echt keine wichtige Szene gerade, aber ich muss in dieser Spannung bleiben, weil also spricht das alles zusammen. Was bricht zusammen? Die Illusion. Welche Illusion? Die Geschichte. Ich will aber echt nicht drüber reden. Worüber? Ja, das ist alles nur Show. Wie kommst du da drauf? Ja, in deinem Gesicht. Da weiß ich dann immer gleich, dass nur 2 Schauspieler in einem Stück sind. Das darfst du nicht mal denken. Will ich ja eh nicht. Und wenn? Dann ist das doch egal. Ich meine, diese Gefühle, die sind doch alle echt. Die haben sich doch was dabei gedacht. Das ist doch total spürbar, dass unsere Figuren jetzt so richtig Konturen entwickeln und immer vielschichtiger werden. Wer hat sich was gedacht? Gott, die Leute, die das machen. Ja, das sind beinharte Geschäftsleute, denen sind Gefühle so ziemlich wurscht. Das muss nur halbwegs modern und professionell ausschauen. Ja, es muss ja irgendwas geben, was wir machen können. Ja, gibt's ja. Ich gebe dir auch schon die ganze Zeit heimlich Hinweise, wie wir da rauskommen. Jetzt bin ich wieder bei mir zu Hause. Du musst das Internet abmelden, ja? Und du musst dein eigentliches Leben auf ein Minimum reduzieren. Und du hast ja auch in dem Kleid, das du beim ersten Treffen angehabt hast, dein Mikrofon entdeckt. Wir müssen reden. Das stimmt, wir müssen reden. Ich habe eine Einladung bekommen zu einem Symposium in Dubai. Ich soll dort über die Statik der Liebe sprechen. Und ich kann da aber nicht alleine hin. Ich brauche eine Begleitung und meine eigentliche Beziehung kommt dafür nicht in Frage. Ja, ich habe aber nur meinen selbst gebastelten Ausweis von meinem inneren Großvater mit einem Stempel von einem Land, das so nicht mehr existiert. Das Lustige ist, ich komme immer damit durch. Fliegst du gerne? Du mittlerweile schon. Ich war mal so auf so einem Workshop in Polen. Ja. Das war ein ganz offener Abend. Gell. Da ist so um improvisierte Szenen und Emotionen und Impulse und so gegangen. Und das war. Es hat schon was Orgienhaftes auch gehabt. Waren da so ungefähr 20 Leute? Ja. War das in einem Café? Ja. Und waren die alle nackt? Das weiß ich jetzt nicht mehr so genau, aber auf jeden Fall war das Café dann irgendwann einmal ist es zu einem Flugzeug geworden und das ist immer heftigere Turbulenzen gekommen und dann haben sich 2 von den Workshops aneinander geklammert und haben irgendwelche Sachen ins Ohr geflüstert. Oh, jetzt kriege ich richtig in echt Angst. Jetzt musst du ganz langsam dieses Lied wieder anfangen. Du musst mir versprechen, dass ich dich niemals vergesse. Du musst mir versprechen, dass ich dich niemals vergesse. Kannst du mir bitte versprechen, dass ich dich niemals vergesse? Du musst mir versprechen, dass ich dich niemals vergesse.
Du musst mir versprechen, dass ich dich niemals vergesse. Bitte. Lass mir bitte versprechen, dass ich dich niemals vergesse. Du musst mir versprechen, dass ich dich niemals vergesse. Du musst mir versprechen, dass ich dich niemals vergesse. Du musst mir versprechen, dass ich dich niemals vergesse. Du musst mir versprechen, dass ich dich niemals vergesse. Du musst mir versprechen, dass ich dich niemals vergesse. Oh, Wahnsinn, wie souverän du plötzlich überkommst. Wir werden vom Zoll verhört und du behauptest, du bist der Vertreter von einem europäischen Staat, der sich gerade erst gegründet hat, neutral ist, aber ganz mächtige Verbündete hat. Ja, voll. Und wir kommen damit durch. Ja. Und auf dem Weg zum Hotel haben wir natürlich das Gefühl, dass uns irgendwer beobachtet. Und das ist uns egal. Und im Hotel, da schlafen wir natürlich erstmal miteinander. Ja, pass auf, wir machen das so. Zuerst machen wir das so wie zwei junge Kätzchen in einem YouTube-Video, ganz spielerisch. Und dann werden wir immer mehr zu mexikanischen Kampfhähnen, die sich aufs Blut bekämpfen. Ja, das ist eine unglaublich gute Beschreibung für das, was da zwischen uns abgeht. Ja, du vögelst während dem Reden und dann wird es still, wie so ein Ehepaar, das vom Begräbnis seiner Kinder nach Hause kommt und sich irgendwie beweisen muss, dass es noch am Leben ist. Und wie fühlst du dich dabei? Du, normal. Also ich fühle mich so gut, dass ich die Konferenz vergessen habe. Ja, du hast ja auch schon ewig nicht mehr geschlafen, gell? Ich meine, du schaust echt scheiße aus. Also ich meine, du schaust sicher voll super aus, wenn du schläfst, aber ich halte das nie aus, wenn du deine Augen zumachst, weil da wäre ich immer so nervös. Also ich muss jetzt aufstehen und folgende Informationen zusammentragen. Also, die Firma, die die Konferenz in Dubai gesponsert hat, betreibt auch ein Casino an der Grenze, das zufällig an dein Grundstück grenzt und gleichzeitig gehört denen eine Psychiatrie, wo ein Theaterstück entstanden ist, das meine Depression geheilt hat. Das vermischt sich jetzt alles mit einem Traum, den ich habe, wo ich mit meiner eigentlichen Beziehung in einem Café, in einem Klo so ganz wilde Sachen mache und da ist so eine Handykamera mit dabei und das ist jetzt ein wahnsinnig langer Monolog über luzide Zustände, schamanische Sexpraktiken und Überwachungsstaat und der dauert 3 Tage lang. Und zwischendurch gehen wir beide essen, Kleider kaufen und so und am Ende habe ich so überhaupt nicht das Gefühl, dass ich jetzt irgendwen betrogen habe oder... Ja, ich merke aber schon, dass da eigentlich was abgefallen ist von dir, gell? Ja, ja. Mir geht es so viel besser jetzt. Prinzipiell ist es eh super. Aber? Ein bisschen schwierig ist es schon auch. Weil? Ich weiß nicht, dir scheint das alles ein bisschen wurscht zu sein. Es ist nur so, dass wir in Dubai am Flughafen verhaftet werden, weil wir angeblich fremde Bakterien in deinem Koffer ins Land geschmuggelt haben. Ja, aber dann kommt ein österreichischer Vertreter der Botschaft, ein gut aussehender Mann, weltgewandt, dreisprachig, und der holt uns da raus. Ich habe das erste Mal das Gefühl, dass ich diesen Staat liebe und ja, dass ich alles für den tun wird. Ja, das merke ich und komischerweise macht mich das nervös. Ja, und das ist das erste Mal, dass ich so etwas empfinde wie Eifersucht. Ja, aber es geht ja nicht um Sex. Es geht ja um sowas wie Verbundenheit. Ich meine, der Staat, das sind ja wir alle. Ja. Das Problem ist aber, dass wir schon am Flughafen merken, dass sich etwas verändert hat in Österreich. Ja, ist das überhaupt Österreich? Nein, es ist dasselbe Ort wie vorher, aber der Staat hat sich aufgelöst. Jetzt weißt du auch, warum der Vertreter dieser Botschaft so ganz traurig geschaut hat, gell? Ja? Der Staat ist in einzelne Territorien zerfallen, die von verschiedenen Sekten regiert werden und das Territorium, wo der Flughafen liegt, das wird von Soldaten kontrolliert, die so ganz komische Abzeichen auf ihren Jacken haben, die dir bekannt vorkommen. Sind das zufällig die von deinem Ausweis? Okay, du sagst, ich soll mich jetzt nicht aufregen. Hey, du musst dich echt nicht aufregen, ich will nur zusammen sein mit dir. So offiziell, oder was? Ja, sicher. Kannst du das definieren? Naja, sicher. In erster Linie mal heißt es monogam und treu und so fürs erste Mal. Ja, ich weiß ja auch nicht. Ich meine, wir stehen ja total am Anfang. Keine Ahnung, wie sich das bei uns entwickelt. Ich will einfach was. Ich will sowas.
Sowas Stabiles. Ja, ja, ich will das eigentlich überhaupt nicht. Aber ich bin ja jetzt anscheinend abhängig von dir. Also ich habe überhaupt gar keine andere Möglichkeit, als da jetzt erstmal Ja zu sagen. Ja, obwohl ich natürlich die ganze Zeit an mein eigentliches Leben und auch an diesen dreisprachigen Diplomaten denken muss. Ja, denken kannst du eher an alles. Du kannst dich halt nicht regelmäßig treffen, also jetzt nicht offiziell. Ich meine, was du heimlich machst, ist deine Geschichte. Ja, das wie bitte? Meine Geschichte? Ja, das musst du wissen. Und dir ist das egal, oder was? Nicht egal, aber das musst du wissen. Okay. Dann gehe ich also, während du arbeitest, heimlich in Untergrund und da treffe ich diese ganzen Untergrundleute, ne, die Anarchistinnen und die Kellnerinnen und die Psychotherapeutinnen und die Polizistinnen und die und diese ganze bunte Mischung von Leuten, die mir natürlich viel näher sind als du jetzt. Und da habe ich was mit verschiedenen Partnern, so je nachdem, was sich anbietet. Das musst du wissen. Ja. Muss ja machen, was zu mir passt, ne? Wird ja auch nicht jünger. Ja, musst aber du wissen, ne? Ja, und trotzdem habe ich die Hoffnung, dass du mich aber beobachten lässt, weil geheime Kameras aufgebaut hast über irgendwie sowas, weil du musst ja ein Interesse daran haben, was ich so treibe. Ja, ich habe aber so sau viel zu tun. Das ist, also, ich bin ja jetzt sowas wie Innenminister von unserer Beziehung und da muss man sich um die Grenzen kümmern, die müssen ja ständig neu ausverhandelt werden. Es ist ein schwieriges Gebiet und viel Verantwortung. Es ist etwas im Umbruch, ja. Ich meine, politisch ist das eine hochinteressante Zeit, in der wir leben, gell? Ja. Aber trotzdem erwischst du mich irgendwann mit meinem eigentlichen Leben. Und das ist ein furchtbarer Moment. Und so ganz langsam fängt Musik an. Warum? Weil du mich jetzt einsperren musst. Bitte. Ich habe das alles nur für uns gemacht, bitte. Ja? Ich habe auch eine private Gefängnisinsel gemietet, mit Blumenwiesen vor den Fenstern. Und das sind nur wir zwei. Und ich bin gleichzeitig Gefängnisdirektor und Wärter und Mitgefangener. Und ich komme dich eh einmal in der Woche besuchen und bring da Blumen mit. Sag mal, wie geht's dir eigentlich? Keine Ahnung. Stress? Ja, schon, aber die Ärzte haben gesagt, guter Stress ist okay. Ja, du musst auf dein Herz aufpassen. So, und jetzt fragst du mich mal, wie es mir geht. Du weißt, so geht's so. Ich komme nur irgendwie mit meiner Geschichte nicht weiter. Achso, na, aber du, da, das ist, da habe ich dir was mitgebracht. Du. Schau, da habe ich dir was mitgebracht. So. Ja, und das. Das erinnert dich jetzt an unser erstes Treffen, weil da haben wir, was haben wir? Da haben wir auch über Blumen geredet, ne? Und jetzt müsste eigentlich in so einer Art Rückblende und mit Musik alles klar werden, oder? Nein. Die Informationen duften nicht. Die stürzen auf dich ein. Die Geschichte lichtet, selektiert, kanalisiert das Gewirr von Ereignissen und zwingt diese auf eine narrativ-lineare Bahn. Verschwindet sie, so kommt es zu einer Wucherung von Ereignissen und Informationen, die richtungslos schwirren. Die Informationen duften nicht. Die Information ist eine Erscheinung der atomisierten Zeit, nämlich der Punktzeit. Zwischen den Punkten klafft notwendigerweise eine Leere. Ein leeres Intervall, in dem sich nichts ereignet. Keine Sensation stattfindet. Wir werden uns nie wiedersehen. Oder vielleicht doch. Das bleibt natürlich alles offen. Und das ist überhaupt nicht schön. Aber durch meine Stimme und das Mikrofon, was sie reingeschmuggelt haben, wird das zu einem ganz besonderen Moment. Liebe. Liebe. Ich kann es nicht anders beschreiben.
Verbindung. Eine Wiese, die im Privatbesitz ist, wo lauter schöne Leute drauf sind, die schöne Sachen machen. Und ein kleines, weißes Huhn schaut ihnen dabei zu. Und dann geht es in seinen privaten Stall und legt ein privates Ei. Und das liegt dann da. Und wird von einem Gastarbeiter, der eigentlich Medizin studiert hat, in einen Korb gelegt. Und der Korb wird von einem LKW-Fahrer, der eigentlich auf Männer steht, über viele Grenzen hinweg in ein Lager gebracht. Und von einer Hilfsarbeiterin, die eigentlich krank ist, in einen Karton gelegt, der eigentlich ein Baum ist. Und dieser Karton wird von einer Regalbetreuerin, die eigentlich Liebesromane schreibt, in ein Regal gelegt. Und von einem Barbesitzer, der eigentlich in seine Kellnerin verliebt ist. Rausgenommen. Mitgenommen. Eingekühlt und aufgetischt. Und irgendwann liegt das Ei vor mir und ist völlig nackt. Und ich bin Alex und das Ei wird auch bald Alex sein. Und dann... Scheiße! Wird es Scheiße sein. Und das wird ein Jahr dauern. Das ist ja die Scheiße! Und das wird ungefähr ein Jahr lang dauern. Und ich werde immer wieder in Bars sein und verzweifelt sein. Und immer wieder in Bars sein und verzweifelt nach mir selber suchen. Und dann werde ich was essen und sofort, wenn das Essen in meinem Mund ist, merken, dass es Scheiße ist. Und das wird genau ein Jahr dauern. Nachdem du mit mir Schluss gemacht hast. Du hast mit mir Schluss gemacht! Nein, du hast mit mir Schluss gemacht. Nein, überhaupt nicht! Doch. Nein! Doch. Nein! Innerlich bist du schon ganz weit weg und das weißt du auch. Ich bin voll da, bitte, ich bin voll da. Eindeutig nicht. Doch! Nein. Doch! Nein. Sicher! Nein. Voll! Nein. Schau! Nein. Doch! Nein. Du, könnt mal Auszeit nehmen noch einmal, aber das ist mal eine echte. Wie? Geh aufs Klo? Das geht nicht. Du bist so süß. Ja, wegen den Zuschauern. Die brauchen uns. Die bitte, die sind die werden eine Minute ohne uns auskommen. Na, die werden denken, dass das alles vorbei ist und wir uns nie wieder sehen. Die sind mittlerweile wirklich schon selbstständig. Na, das wird ein Chaos, das wird nicht funktionieren. Hey, dann machst du denn ein Video an. Was denn für ein Video? Ey, mir wurscht irgendeines. Möchtest du jetzt oder nicht? 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 Möchtest du 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 oder nicht? Ja, ich will. Ja, dann hopp, hopp! Hello.
Ja, also ich wollte nur sagen, es klingt super, es ist die absolut richtige Entscheidung gewesen, die wir getroffen haben. Ich meine, es war am Anfang ein bisschen anstrengend. Sagen wir mal, okay, es war ein bisschen müde am Anfang. Also die Alte zu fahren, die Alte müde, die muss sich eigentlich nur in die Bar setzen, ein Bier trinken und so und ins Gespräch kommen. Und, das Gespräch und das war ein Glück, dass das nicht aufhört, das kann nicht aus sein und so. Ne? Also, es war aber auch vollkommen klar, dass das alles überhaupt kein Zufall sein kann. Also, es ist kein Zufall, dass wir jetzt da irgendwie so da sind und das, das war die beste Entscheidung. Auf jeden Fall, das war definitiv die beste Entscheidung, die man treffen kann. Ja, ich wollte einfach nur mal kurz sagen, dass wir gehen weiter, das ist klar. Das ist jeder Mensch geht weiter. Das ist, also, wenn man nicht weitergeht, dann muss es jetzt nicht hingehen. Ne? Und deswegen war das eine richtig Top-Entscheidung. Also, ist klar, dass Gespräche wichtig sind und dass irgendwie Diskussionen wichtig sind, dass manchmal wichtig ist, dass ein gewisses Publikum da ist, das ist auch wichtig, aber es kann nicht sein, dass irgendwie das irgendwie so, also es kann dieser Moment oder diese Entscheidung einfach nicht wirklich so, das kann man nicht vergleichen, das ist nur schwierig, das ist nur weil, jedenfalls, wir sind gut drauf.